Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, der News-Channel wieder am Start. Passauer Altstadt ohne Strom, insgesamt 1760 Soldaten im Einsatz. Das Hochwasser im Juni 2013 übertrifft wirklich alles, was man hier wieder gesehen hat. In Passau überschreitet die Donau den historischen Pegel von 12,20 Meter. Die VW-Produktion stoppte in Zwickau. Die Kanzlerin Merkel will am Dienstag betroffene Gebiete besuchen. 1760 Bundeswehrsoldaten helfen in ganz Deutschland im Einsatz gegen die Fluten. Im Großen und Ganzen ist es das schwerste und größte Hochwasser, was man seit langem hier wieder mal erlebt hat. Der Regen hört einfach nicht auf. In der Nacht ist die Lage in vielen Teilen Deutschlands immer dramatischer geworden. Besonders im Süden und Osten der Republik blickten tausende Menschen besorgt auf den steigenden Wasserspiegel. Die ersten Politiker sind bereits in den betroffenen Regionen unterwegs. Kanzlerin Merkel fordert die Bevölkerung auf, ein wenig sparsamer damit umzugehen mit Strom und Wasser, weil in ganz vielen Städten aufgrund der Verteilerkisten, die im Wasser stehen, der Strom natürlich auch ausgefallen ist. Somit könnte man nur mit Notstromgeneratoren gegen vorgehen, was aber auch problematisch ist, da die Benzinproduktion auch nur mit Energie vorangeht, kann man im Moment die Tankstellen alle im Moment vergessen und man sollte sich auch auf den Straßen nicht mit dem Auto bewegen, weil wie man in den folgenden Bildern sieht, wird man einfach nur noch weggespült. Manche versuchen das trotz alledem und werden samt Auto unter Brücken und unter irgendwelchen Bächen begraben. Das ist also hochgefährlich. Es wurden bisher weitere viele hunderte, fast tausende Menschen evakuiert in verschiedenen Ländern, nicht Quatsch, in Bundesländern natürlich schon. Aber es sind 15.000 Helfer weiterhin im Einsatz in 10 bayerischen Städten und in dem Landkreis gilt Katastrophenalarm für Stadt und Landkreis Passau, Stadt und Landkreis Rosenheim sowie die 6 Kreise Berchtesgadener Land, Miesbach, Mühldorf, Traunstein, Erding und Kelheim. Die Regierung von Oberbayern erließ für die Gebiete mit Katastrophenalarm ein Lkw-Fahrverbot. Lastwagen von 12 Tonnen aufwärts dürfen bis Montag 22 Uhr nicht mehr fahren. Seit Freitag sind ungefähr 15.000 Helfer, Tendenz immer weiter steigend, im Einsatz. In etlichen Schulen fällt natürlich der Unterricht aus, aufgrund dessen, dass die Kinder ja gar nicht auf dem sicheren Weg zur Schule kommen können. Es sind viele, viele Helfer benötigt, es werden viele Sandsäcke gestapelt, aber trotz alledem ist das Ganze nicht mehr zu stoppen im Moment, denn der Regen hört auch im heutigen Tagesverlauf nicht auf. Im Osten Bayerns und mehr Richtung Osten Deutschland wird natürlich der Regen weiterhin fallen ohne Ende. Und ja, also wenn man sich das mal so anguckt, da ist man eigentlich nur noch sprachlos. Und alleine die Berichterstattung ging seit heute früh los. Da wurde ein Toter in Österreich gemeldet. In Halle wurde ein Pflegeheim evakuiert. Schiffsverkehr weitestgehend eingestellt. Notstand in Tschechien. Am Abend rief die Regierung in Prag den Notstand aus. Die Maßnahmen in Tschechien gelten in allen Regionen mit Ausnahme der Region Pardubice, oder wie das ausgesprochen wird. Das ist absoluter Wahnsinn. Kleinstadt in Thüringen wurden evakuiert, weil alleine ein Damm von 50 Metern Länge nicht mehr ausgereicht hat. Derweil stieg auch in Greiz der Wasserstand der Weißen Elster auf 4,90 Meter. In der Nacht wurden dort 120 Menschen in Sicherheit gebracht. Passau, ein höchster Pegelstand seit dem Mittelalter erwartet. In Passau wird ein Pegelstand von etwa 12 Metern nicht mehr ausgeschlossen. Den haben wir jetzt, überschritten. Wir hatten es jetzt ungefähr 13 Uhr. 7.26 Uhr hat man damit gerechnet, dass die 12-Meter-Marke geknackt sind. Wir sind jetzt ungefähr bei 13 Uhr bei 12,20 Meter. Tendenz weiterhin steigend. Bahnhof in Rosenheim ist gesperrt. Erzgebirgsbahn fährt nicht mehr aufgrund der Hochwasserbedingungen. Niederbayern, Wasserstände steigen weiter. Neue Unwetterwarnungen. Bundeswehr unterstützt die Einsatzkräfte. Da waren es noch nicht so viele. Jetzt sind wir schon bei 1.700 Soldaten. Angekommen. Es wird natürlich immer mehr und wer freiwillig mithelfen kann und helfen möchte, der sollte sich natürlich auch umgehend melden bei den passenden Städten und Gemeinden. Da wird jede Hilfe freundlichst empfangen. Das in Brandenburg, Alarmstufe 3 an der Schwarzen Elster. Die Hochwassergefahr in Brandenburg nimmt zu. Am stärksten betroffen war am Montag die Schwarze Elster in Bad Liebenwerda. Das ist im Landkreis Elbe-Elster. Gilt seit Montag die zweithöchste Alarmstufe 3, wie das Hochwassermeldezentrum in Cottbus mitteilte. An der Schwarzen Elster in Herzberg sowie in Teilen von Dahme und Spree gilt die Alarmstufe 2. Zur Entspannung der Situation wird Wasser aus dem Spreenberger Spreetal aus der Talsperre abgelassen, damit halt die Überflutung irgendwo aufgefangen werden kann, weil ansonsten ist die Talsperre maßlos überfordert und man möchte ja nicht davon in Risikobereitschaft gelangen, dass das ganze Ding irgendwann noch nachgibt aufgrund des Gewichts der Wassermassen.
Ja, Katastrophenalarm im Altenburger Land, Österreich, Donaupegel steigt an. Sogar gegen 9:30 wurden in Thüringen dann wahrscheinlich die Talsperren geöffnet. Man ist sich da noch nicht ganz so sicher, wegen der aktuellen Hochwassersituation ist im Saale-Oder-Kreis ein Krisenstab eingerichtet worden. Es werde damit gerechnet, dass am Mittag die Schleusen der Bleichochtalsperre geöffnet werden müssten, sagte die Sprecherin des Landratsamtes, Frau Rau. Gleiches gelte für die Talsperre in Hohenwarte, weil es ist einfach keine Sicherheit mehr gegeben und ansonsten die Fluten überrumpeln wirklich alles mit ihrem Gewicht. In Sachsen sind 2 Menschen aus den Fluten geborgen worden. Also ist alles hier Schlag auf Schlag. Innerhalb von 5 bis 10 Minuten wird der Live-Ticker weitergeführt. In Dresden wird ein Pegel von 9 Metern erwartet. Autofahrer dürfen Hochwasserwarnung nicht ignorieren. Autofahrer sollten Hochwasserwarnung nicht ignorieren. Ansonsten riskieren sie ihren Kfz-Versicherungsschutz. Parken sie ihr Fahrzeug in Bereichen, für die Hochwasser vorhergesagt wurde. Ja, der aktuelle Stand ist jetzt also bestätigt. Die 1760 Soldaten sind wirklich im Einsatz. In den Hochwassergebieten sind insgesamt die 1760 aufgeteilt in 1050 Soldaten, die in Sachsen stationiert sind zurzeit, 600 in Bayern, 100 in Thüringen und nur 10 in Sachsen-Anhalt. Aber ich denke, da wird noch jede Menge passieren. Katastrophengebiete werden mit Sandsäcken und Überwachung aus der Luft beigestanden. Der Deutsche Wetterdienst hat die Unwetterwarnung aufgehoben. Dein Hoffnungsschimmer im Hochwassergebiet. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung für weite Teile Sachsens aufgehoben, darunter die Sächsische Schweiz, Dresden, das Erzgebirge und Mittelsachsen. Die betroffenen Regionen hatten in den vergangenen 2 Tagen mit Dauerregen zu kämpfen und lösten Katastrophenalarm aus. Bis in die heutigen Abendstunden könne es aber noch zu leichten Regenfällen kommen, aber das ist halt nicht auszuschließen. Erst Sonne, dann Wärme, dann wieder Regen. Das ist das große Problem von diesem Hochwasser. Und dementsprechend haben wir natürlich Landesteile und Land unter. Dresden löst einen Katastrophenalarm aus, jetzt um 12:30. Dresden hatte wegen der steigenden Fluten vor mehreren Stadtteilen Katastrophenalarm ausgelöst. Die Bevölkerung in der sächsischen Stadt wurde gebeten, auf unnötige Fahrten mit dem Auto zu verzichten und den Weg für Einsatzfahrzeuge freizuhalten. An den wenigen Stellen hätten Schaulustige bereits die Rettungswege zugestellt, hieß es. Die Verwaltung warnte davor, Deiche zu betreten, es bestehe Lebensgefahr. Auch in Chemnitz, Zwickau und Mittelsachsen sowie im Erzgebirge und im Leipziger Land, Nordsachsen und in der sächsischen Schweiz gilt Katastrophenalarm. Ja, was soll man dazu noch großartig sagen? Landkreis Leipzig, Evakuierungen ausgeweitet. Dann Zwenkauer See wird geflutet, Steinschlag, Gotthardbahnlinie unterbrochen. Die Gotthardbahnlinie durch die Schweizer Alpen ist durch einen Steinschlag als Folge starker Regenfälle unterbrochen worden. Betroffen war der Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Immensee, Arth Goldau und Kantenschwitz. Wie die Schweizerische Bundesbahn mitteilte, Sonntagabend sei eine Schutzmauer wegen des durchnässten Bodens ins Rutschen gekommen. Rund 30 Kubikmeter Gestein hätten die Gleise verschüttet. Die Reparatur werde bis Donnerstag dauern. Die Züge wurden zwischen Luzern und Arth Goldau über die Stadt umgeleitet. Mit